Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, Cooper der Wolf. Au! Ja, ich begrüße euch wieder herzlich auf meinem Kanal f.coopergaming.tv und zu einem neuen Part Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Joa, nachdem ich das letzte Mal gesehen habe, dass ich leveltechnisch noch ein bisschen weit unten bin, habe ich fleißig auf der Karte trainiert und dabei auch noch so manches entdeckt. Diese ganzen leuchtenden Sachen, sollte man gucken, dass man irgendwie die Sachen dafür gefarmt kriegt, weil... Zum Beispiel hier hatten wir ja dieses Training, aber hier gibt es auch noch andere Sachen, anstatt nur Kombo-Angriffe freizuschalten. Hier kriegt zum Beispiel die liebe kleine Zelda ein zusätzliches Herz, wenn wir das hier einmal ausführen, wenn wir die Gegenstände haben, um das hier einmal zu machen. Das gibt es natürlich auch noch für die anderen Charaktere. Ja, man kann damit neue Attacken freischalten, die stärker sind. Außerdem hier, wie wir bei Schutz vor Blitz, damit kriegt man nämlich dann wieder auch ein Herz für Rivali dazu. Allerdings kann ich das hier jetzt noch nicht ausführen, weil mir diese eine Forelle noch fehlt. Ja, dann habe ich hier noch was, da wurden neue Kombinationsangriffe für Zelda freigeschaltet, für den Chica-Stein, dass die Angriffe stärker werden. Also auch das sind alles, also man sollte sich definitiv immer schön brav auf der Karte auch mal umschauen und seine Charaktere verstärken. Weil auch das bringt uns im Spiel denn weiter Sachen zu bewältigen, die sonst zu schwierig sind. Natürlich habe ich, weil so viel trainieren, wie ich hätte trainieren müssen, hatte ich dann auch keine Lust und Zeit zu. Deswegen bin ich halt auf den Trainingsplatz gegangen und habe per Rubine auch ein paar Level freigekauft für die Charaktere. Im Großen und Ganzen habe ich mich auf jeden Fall gut vorbereitet und heute wollte ich dann mit euch Jagd auf die Jägerbande machen. Ja, wir haben hier als Vorschlag einmal den Link und die liebe Zelda. Ja, wie ihr seht, Zelda ist jetzt auch schon auf Level 24. Link ist Stufe 33, genau das empfohlene Level, das wir dafür brauchen. So, da haben mir schon wieder die Worte gefehlt. Gehirn noch am Schlafen anscheinend. Ja, ich denke, wir werden auch Zelda dabei behalten, damit sie auch mit schön leveln kann. Denn sie ist ja nun mal eine mit der Hauptfiguren. Ich bin mir jetzt unsicher, was wir hier nehmen. Vielleicht, um nochmal in den nächsten Missionen besser zu sein, nehmen wir mal mehr Erfahrung. Oh, das sieht lecker aus. 7% sammeln. Damit wir noch ein bisschen aufsteigen und schneller die Stufen höher. Nachdem alle Chica-Türme des Königreichs Hyrule reaktiviert wurden, fühlte sich der Chica-Stein im Besitz von Zeldas Expedition Schritt für Schritt mit Informationen aus dem ganzen Reich, die sich noch als überaus hilfreich erweisen sollten. So begann Pura in Windeseile, das Versteck der Jägerbande sowie die Lager von Monstern ausfindig zu machen. Urbosa hingegen begab sich aus Sorge vor einem möglichen Angriff auf Schloss Hyrule mit dem Titanen Vana Boris auf eine Mission, um den Feinden des Königs zuvorzukommen. Wie absurd. Es scheint mir unmöglich, einfach so den Titan zu aktivieren. Wobei, vielleicht ist dies auch das beste Training, das man sich vorstellen kann. Jo, also dürfen wir jetzt wieder mal eine Mission mit einem Titan starten. Und zwar einem Titan, den wir noch nicht gespielt haben. Ja. Da freue ich mich doch. Jetzt wird's hier gewitterig. Naja, die Steuerung ist bei allen Titanen gleich. Die können wir mal schnell wegklicken, so schnell es geht. So, und dann... Wow! Sturm auf die Truppen! Und guten Flug, Jungs. So, was haben wir denn noch für schöne Attacken? Ja, da habe ich aber ganz schön was auf einen Schlag weggemäht. Das gefällt mir. Okay, da war ich jetzt nicht dicht genug dran.
Also ein Einzelblitz bringt jetzt nicht so viel. Die Git-Attacke hier gefällt mir noch besser. Die räumt richtig schön auf. Da seht ihr die Gegner richtig schön fliegen. Zack. Und Abmarsch mit euch. Gut, wir zerstören auch so ziemlich die Umgebung, aber... Nicht übel. Ich meine, hier sieht sowieso alles ein bisschen nach Todesgelände aus. Von daher ist das wohl nicht so schlimm. Zack. Alter Falter, was für eine Zerstörungswut. Hohoho. So, ja. Meine Güte. Und nochmal abgeflogen. Ihr wollt auch nochmal? Hier. Sehen die das Fliegen? Das ist eine schockige Angelegenheit, wa? Ach ja, ich muss heute übrigens auch wieder ein bisschen zusehen, dass ich hier mein Part für euch fertig bekomme. Eigentlich sollte mir das Wochenende kinderfrei sein. Großer bei dem Onkel, kleiner bei der Mama. Aber mein Kleiner ist leider krank geworden. Der hat sich jetzt doch bei meinem Großen letzte Woche angesteckt. Und möchte jetzt gerne wieder nach Hause. Das heißt, der wird dann auch gleich wieder zurückgebracht. Naja, und deswegen bin ich jetzt schnell dabei, euch hier diesen Part noch vorzubereiten. So ist das halt. Jo, auf jeden Fall... Boah. Was? Ihr bewerft mich hier mit Bombenfässern? Das gibt's ja wohl nicht. Dafür kriegt ihr gleich erstmal einen ordentlichen Blitz ab. Zack. Na, wo haben sich denn noch welche versteckt? Da hinten. Darf ich euch mal hier einen kleinen Stromschock vorbeischicken? Dann lernt ihr mal richtig fliegen hier, Jungs. Auf der guten Oposa scheint das richtig Spaß zu machen. Du Jägerhauptmann da. Nicht so, nicht mit mir. Oh. Da rechts scheint noch einer zu sein. Zumindest. Oder sogar zwei. Wollen mich hier mit ihren... Luftschwerthieben da, Sichelschwerthieben angreifen. Zack. Leute, keine Sorge, ich komme schon bei euch vorbei. Ihr kriegt alle eine kleine Schockmassage. Kein Problem für mich. Sam. Nochmal drauf da. So, den Jägerhauptmann gleich mit beseitigt. Warte mal, da war doch eben gerade links noch ein Ausrufezeichen, oder? Die wollten mich... Siehste, wollen mich schon wieder mit Poppen bewerfen hier. Sehe ich ja gar nicht ein. Ja. Nach diesem großen Gemetzel hier, heißt es denn auch nachher wieder für den Cooper Krankenpfleger spielen? Aber vorher sorge ich lieber noch dafür, dass die Krankenstation der Feinde... ordentlich besucht sind, indem ich hier ordentlich Gegner wegmetzel. Hey Jungs! Soll ich euch mal meine Spezialattacke zeigen? Alter Falter, die brezelt auch wieder gut weg. Aber habe ich nur so das Gefühl, da muss ich nochmal drauf achten. Ich glaube, die Titanen haben irgendwie alle die gleiche Spezialattacke, diesen starken Einleser. Aber das ist auch das, was nachher alles auf Ganon gefeuert wird, glaube ich. Also zumindest bei Breath of the Wild, wenn man alle Titanen befreit hat, dann begeben die sich ja alle auf einen hohen Punkt und feuern in die Richtung von Schloss Hyrule auf Ganon. So, ich komme nochmal angestürmt. Guten Tag. Guten Flug. So, jetzt... Zack. Alles nochmal weggebrezelt. Da hinten scheint auch noch so ein kleines Lager zu sein. Wollen wir auch mal kurz beseitigen. So. Was würde ich sagen? Haben wir hier schon gut aufgeräumt. So. Auch noch weg mit euch. Dann wollen wir da vorne noch ein bisschen den Raum freiräumen. Und dann sehen wir da vorne schon schöne Tore. Ich glaube, die müssen wir dann einfach gleich mal ein bisschen durchbrechen. Zack. Und Abmarsch! Zack. Na, kommt. Ihr kriegt jetzt auch nochmal einen ordentlichen Bock. Und weitergelaufen. Bam. So
könnt ihr eigentlich könnt ihr auch so besiegen, ne? Indem ich einfach durchlaufe. Ha! Seht ihr, so, damit hätten wir den Weg hier erstmal schön freigeräumt. So soll's doch sein. Boah. Nicht mal ganz 5 Minuten. Ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Da sind wir schnell durchgebrezelt diesmal. Ich hätte vielleicht auch noch schneller sein können. Dank der von Pura gewonnenen Daten wurde Urbosas Mission ein voller Erfolg. Für Zelda und die anderen bestand nun kein Zweifel mehr daran, welche Macht den Shika-Türmen innewohnte. Die Mission unter Einsatz von Warner Boris hatte einen direkten Weg ins Versteck der Jägerbande eröffnet. Diese einmalige Gelegenheit nutzend, gingen die Recken in die Offensive und griffen unverzüglich an. Ja, aber das tun wir denn auch erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen dicken Daumen nach oben da zu lassen. Natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auch gerne noch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Teilt dieses Video, empfehlt meinen Kanal weiter. Schaut euch meine anderen Videos an. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Cooper der Wolf. Au! So, so.